Alter, der brennt! Yo, Freunde, was geht ab? Wir haben uns dazu entschieden, doch nochmal an den Flugplatz zu fahren, da das Wetter ganz in Ordnung ist. Heute ist es ganz schön windig, 45 km/h, also 45 km/h Windgeschwindigkeit. Hatten wir auch noch nicht, mal gucken, ob das gut gehen wird. Dann wärst du es selbstverständlich mit dabei. Aber natürlich. Hi. Hallo. Der bereitet hier schon mal den X-Max vor. Damit werden wir heute garantiert einen neuen Rekord aufstellen, es sei denn, der hebt ab oder so. Was, denke ich, aber nicht passieren wird. Den haben wir jetzt nochmal umgeritzelt. Ja, guck dir mal das Ritzel an, wie groß das ist. Schaut euch das an. 54 Zähneritzel. Ein richtig dickes Ding. Letztes Mal sind wir ja mit dem X-Max schon 164 gefahren. Ich denke, mit der Ritzelung wird das auf jeden Fall schon mal besser aussehen. German RC Speedrun ist auch mit dabei. Hallo Freunde. Und du wirst heute erstmal auf 6S fahren, hä? 6S fahren wir heute bei dem Wind. Und später doch 8S dann. Schauen wir mal. Wir bereiten jetzt alles vor. Der X-Max wird fertig gemacht. Und dann geht's erstmal auf die Piste. Dann sehen wir uns gleich bei dem ersten Run. Lasst noch einen Daumen hoch da für den YouTube-Algorithmus. Leider haben wir heute auch mitgenommen. Und wir müssen dann auch mal schauen, dass wir die Fahrzeuge etwas mehr ausfahren können. Aber werden wir später schauen. Erstmal X-Max. Wir prüfen jetzt erstmal, ob er gerade läuft, so wie er soll. Ah, der sieht schon richtig geil aus. Auch das dezente Lichtkit gefällt mir sehr gut. Und es geht los, der erste Speedrun für heute. Ah, der X-Max, der hört sich so geil an. Ist schon was anderes, mit so einem großen Fahrzeug hier Speedruns zu machen. Alter, der brennt! Ja. Oh mein Gott! Oh, Regler. Regler ist durch, ey. Regler weg. Alter, aber Gott sei Dank ist er nicht richtig in Feuer aufgegangen. Guck mal, wie viel das war, ne? Ich glaube, wir haben richtig Glück gehabt, dass er nicht Feuer gefangen hat, ne? Das waren 175. Das ist schon mal ein neuer Rekord. Alter, schaut euch das an. Das gibt's gar nicht. Der ist echt durch. Der ist durch. Ja, Freunde, was soll ich dazu sagen? Das war so nicht geplant. Wir versuchen gerade noch, den Regler mal auszulesen, aber es sieht schlecht aus. Aha. Das funktioniert nicht mehr, wie es aussieht. Ja, schade. Das war's mit dem X-Max für heute, glaube ich. Ich bin froh, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Neuen Rekord haben wir dennoch aufgestellt, 175. Luft nach oben ist auch noch da. Aber es sind ja noch zwei weitere Fahrzeuge am Start. German RC Speedrun wird jetzt mal auf die Bahn gehen. Der hat hier eine neue Karo drauf. Das ist die von Delta Plastik, die Porsche Karo. Schauen wir mal, wie die funktioniert. Die habe ich jetzt schon eine Zeit lang zu Hause, aber noch nie getestet. Und die soll nicht so gut sein, ne? Die einen sagen so, die anderen so. Ja, deswegen testen wir das jetzt mal selber. Bin ich mal gespannt. Hier auch ganz kurze Funktionsprüfung, ob alles läuft, wie es soll. Also optisch finde ich, sieht die Karo schon sehr geil aus. Vor allem orange lackiert, schön knallig, sticht sofort ins Auge. Bringt bestimmt noch mal 10 km/h mehr. Und da kommt er auch schon. Auf 6S übrigens. Schaut euch das an. 222 auf 6S. Und direkt zweiter Run hinterher. Sehr schöner Lauf. Das waren 226. 4 km/h mehr. Und er will direkt noch einen hinterher machen. Also heute will er es wissen. Okay, dritter Lauf und es ist jetzt wieder verdammt windig. Hoffentlich geht das gut. Da kommt er. Ah, jawohl. Sehr guter, stabiler Lauf. Oha, ey. 232 noch ein paar km/h mehr. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Motor ist kalt. Fahrzeug ist perfekt gelaufen. Es gibt nochmal einen vierten Speedrun direkt hinterher. Und da kommt er auch schon.
schön lange durchgezogen. Mal gucken, ob er jetzt wieder schneller war. Vierter Run, 230, schade. Okay, Freunde, der Infraction ist bereit. Der geht jetzt als nächstes auf die Bahn. Zerberstus, bist du auch bereit? Ja, ich bin auch bereit. Ein kleines Problem haben wir, und zwar funktioniert der Perfect Pass auf einmal nicht mehr, aus unerklärlichen Gründen. Ja, okay, ist jetzt nicht wirklich ein Problem. Zerberstus kann auch frei fahren und einfach so wie davor auch, als wir den noch nicht hatten, Gas geben. Aber mit Perfect Pass ist es halt ein bisschen einfacher. Die kleine Powerbank haben wir übrigens auch wieder mitgenommen. Damit laden wir zwischenzeitlich die Akkus wieder auf. Richtig geiles Teil. Neulich war auch Stromausfall bei uns, habe ich das Ding einfach an PC angeschlossen und dann konnte ich ganz normal weiterschneiden. Ist schon praktisch für Notfälle, wie heute. Letztes Mal haben wir den Lock ausgelesen und dann ist uns halt aufgefallen, dass wir das Fahrzeug weiter ausfahren müssen, um noch eine höhere Geschwindigkeit zu erreichen. Und deswegen platzieren wir die Leiter hier. Normalerweise standen wir da vorne an dieser weißen Linie und somit kann Zerberstus da halt komplett nach hinten fahren, weil da geht es halt ein bisschen bergab und normalerweise sah man das Fahrzeug dann halt nicht mehr und hatte auch keinen Empfang mehr, weil es einfach weg war. In Kurzfassung bedeutet das jetzt, wir haben eine längere Bahn zur Verfügung. Und längere Bahn bedeutet im Regelfall höhere Endgeschwindigkeit. Oder der nächste Regler brennt halt ab. Machen wir es kurz und schmerzlos. Es geht los mit dem ersten Run für heute mit dem Armor Infraction. Und er kommt. Also glaube ich jedenfalls, ich sehe ihn ja nicht. Aber ja, ich höre es schon. Er kommt angerast. Wow! Alter! Das war ganz schön schnell. Und da kommt er wieder zurück. Dass Zerberstus so weit gucken kann. Echt krass. Hatte Adleraugen. Und ohne Perfect Pass war gut? Ja, ganz normal. Ich meine, wenn er gehen würde, würde ich ihn nehmen, aber geht halt nicht. Ist ja wurscht. 2,59. 2,59, okay. Ja, ist schon mal gut. Ich habe auch runtergeritzelt. War ein sauberer Lauf. Für den ersten Lauf 2,59. Kann man sich nicht beschweren. Da geht aber auf jeden Fall noch was. Also wir haben jetzt den Lock ausgelesen. Das Problem war, die Akkus waren etwas eingebrochen. Wir haben jetzt hier zwei neue reingemacht. Nagelneue. Und ansonsten wird Zerberstus auch mal versuchen, hinten raus etwas langsamer zu beschleunigen. Richtig. Und dann gucken wir mal, ob wir ein paar km/h noch rauskitzeln können. Und es geht los, Freunde. Oh ja. Geil. Oh, nein, 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 nein. Oh, er ist auf die Wiese drauf. Ja, zum Glück haben wir hier den Roller dabei. Schaut euch das mal an, Freunde. Ein Meter ist dann auf die Wiese gerutscht. Aber kein Problem, ist nichts passiert. Ich stelle ihn wieder auf die Bahn. Okay. Alles gut. Bin mal gespannt, wie schnell das war. Jetzt hat er aber komplett die Bahn ausgenutzt. Aber jetzt. Oh, 2,61. Ja. 2,61. Und es geht sofort weiter mit dem Limitless GT auf 6S von German RC Speedrun. Da kommt er auch schon. Nicht übel. Jawohl. 2,35. Ja. Das ist auch dein alter Rekord, ne? Ja, jetzt. Ein km/h musst du jetzt noch machen gleich. Er macht gleich noch einen Run. Vorhin war es ja so, dass der zweite schneller war als der erste und der dritte, der war auch schneller als der zweite. Ich vermute mal, liegt an den Lipos, dass sie dann ein bisschen wärmer sind, da die Außentemperaturen ja aktuell schon etwas runtergegangen sind. Aber mal schauen. Aber eigentlich sollte er gleich die 2,35 nochmal toppen können. Da kommt er auch schon. Jawohl, schöner Lauf. Boah, ich habe immer Angst, dass die es nicht schaffen abzubremsen da hinten, ey. Alter, 2,42 auf 6S. Das ist ein neuer Rekord. Glückwunsch. Oh, toll, danke. Also es gibt gleich einen dritten Run hinterher, weil letztes Mal war der dritte auch der schnellste. Alle guten Dinge sind drei, Freunde. Boah, ganz schön windig, ey. Oh, oh. Alles gut. 239 waren das. Naja, ist nicht langsam, war ein Versuch wert. Und es geht sofort weiter mit dem Infraction. Zerberstus hat nochmal umgerisselt. 210 mehr. Alter, ist so windig. Muss aufpassen, ey. Ja, der Wind, der kickt jetzt nochmal ordentlich rein. Ich hoffe, dass alles gut gehen wird. Auf die Plätze. Fertig.
Let's go. Er kommt. Alter, was ein Lauf. Nicht auf die Wiese gekommen, sehr gut. Der Moment der Wahrheit. What? 2,58 nur. Verdammt. Schmeiß weg die Scheiße. Ja. Aber irgendetwas hatte gerattert. Ich weiß nicht, ob ihr das hören konntet. Müssen wir auf jeden Fall erstmal prüfen. Weil 2,58, das ist schon unerwartet. Wir haben gerade nochmal alles geprüft. Scheint in Ordnung zu sein. Dadurch, dass Perfect Pass halt nicht funktioniert, müssen wir schauen, dass wir möglichst gleichmäßig beschleunigen. Nicht zu viel am Anfang. Ich meine nicht zu viel am Ende, sondern eher mehr am Anfang. So rum. Naja, ich gehe jetzt erstmal wieder auf die Bahn. German RC Speedrun macht jetzt nochmal einen Speedrun mit 8S. Mal gucken, wie viel er laufen wird. Und da kommt er auch schon. Limited SGT auf 8S. Das waren beim ersten Lauf 253. Das war aber nur ein Aufwärmlauf. Es folgt jetzt sofort noch ein zweiter. Und da kommt er auch schon. Schöner Lauf. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das gibt's doch nicht. Alter, verdammt, ich habe gerade noch schöner Lauf gesagt und dann hat er einen Überschlag gemacht. Für mich sah es so aus, als wenn er es noch geschafft hat zu bremsen, ey. Er fällt kurz mit dem Roller hin und guckt, wie die Lage ist, aber ich habe da schon ein paar Teile fliegen sehen. Aber vielleicht ist nur der Heckspoiler abgeflogen. 2,58 waren das. Ansonsten, die Teile, die sind nur ab. Ist gar nichts kaputt gegangen. Also der hat es gut überstanden. Da seht ihr es nochmal. 2,58. Machen wir direkt weiter mit dem Infraction. Ich hoffe, das wird jetzt mal ein richtig guter Lauf. Weil die anderen waren auch schon gut, aber nicht ganz zufriedenstellend. Ich höre ihn. Alter. Nein, oder? Oh. Ich dachte, er schafft es nicht mehr abzubremsen, aber noch geschafft. Das waren 2,59. Ein Keimer mehr. Ja, ist nicht unser Tag heute. Nee. Irgendwas stimmt auf jeden Fall nicht. Wir wissen nur noch nicht was. Schaut euch das mal an. Das sieht nicht gut aus. Und hier noch eine weitere Sache. Hört euch das mal an. Zerberstus. Prüf da jetzt mal. Ansonsten war das wohl heute nicht so ganz unser Tag. Aber ein paar schöne Läufe waren dabei. Vielen Dank, dass du dabei warst. Bitte, 6S, geil. Mein Rekord, aber ja, 8S. Es war einfach zu windig. Egal. Bis nächstes Jahr. Ciao. Ja, Freunde, das soll es gewesen sein. Ich glaube, das war jetzt wirklich das letzte Mal dieses Jahr, dass wir auf dem Flugplatz waren. Im Winter haben wir genug Zeit, ein neues Fahrzeug aufzubauen. Lasst euch da überraschen. Hier könnt ihr noch zwei weitere Videos anschauen. Wir sehen uns. Peace.